Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen zum heutigen Mut Talk. Ich freue mich sehr, den lieben Bobby zu begrüßen. Bobby Langer von Ökoligenta. Ich muss vielleicht ganz kurz eine Geschichte erzählen vorher, Bobby. Wir haben uns per Telefon kennengelernt. Ganz ungewohnt, dass jemand quasi per Festnetz Kontakt aufnimmt. Da rufen mich normalerweise nur Callcenters an und das macht mich immer irrsinnig grantig. Ja. Das heißt, ich habe den lieben Bobby angeböst, gleich als allerersten Kontakt, den wir hatten. Und du hast so gelassen und lieb reagiert und hast mir dann vor allem auch erzählt, was du machst, was Ökoligenta ist. Und da hat es mir fast den Vogel rausgehauen, so toll ist das. Wir sprechen heute über eine Plattform, dessen Vater du quasi bist und dich bezeichnest. Und eine Plattform, wo ich meinen würde, die ist recht seelenverwandt mit der Mutmacherei. Magst du uns vielleicht in deinen Worten erzählen, was ist, was will Ökoligenta? Ja, da fange ich vielleicht mit dem Namen an. Ja, das ist eine gute Idee, weil der ist ja schon einmal sehr interessant. Ne? Also der besteht ja aus zwei Bestandteilen. Und jetzt ist ein Kunstwort aus Ökologie und intelligent. Das ist schon einmal eine gute Kombination, finde ich. Ja, und entlehnt haben der Alander Balthasy, der mit mir das zusammen aufgebaut hat, seinem Roman Jamilanda. Und dieser Roman, der vor kurzem jetzt erst wieder nochmal ganz neu aufgelegt und überarbeitet wurde, der beschreibt einen Kleinstaat in Nordhessen, also in Nordmitteldeutschland. Und in diesem Kleinstaat namens Jamilanda wohnen Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, alle Möglichkeiten eines zukunftsfähigen Lebens in der Praxis umzusetzen. Also so in jeder Hinsicht, also sowohl was die technischen Möglichkeiten angeht, wie was die alternativen Kommunikationsformen angeht, von gewaltfreier Kommunikation und so weiter, bis hin zu einem neuen und anderen Verständnis von Liebe und Zugeneigtheit. Und auf Ökoligenta versuchen wir im Grunde genommen diese vielen Mosaiksteinchen einer lebenswerten Zukunft zu zeigen, zusammenzustellen, auszuführen und um miteinander zu verbinden. Also Ökoligenta versucht praktisch so eine Art Katalysator des Wandels zu sein. Und es wird auch, ja, es ist keinen Monat gleich die Website. Es kommt immer wieder was Neues dazu und kommen neue Blogbeiträge dazu und neue Organisationen und neue Videos werden online gestellt. Ja, also und vor allen Dingen, und das passt, glaube ich, gut zur Mutmacherei, wir bringen auf Ökoligenta keine negativen Aspekte des Alten. Weil das wird so breit und überall und in den Leitmedien dargestellt, dass wir da nicht auch noch reinhauen wollen. Das ist, schmerzt uns alle genug, da brauchen wir das nicht auch noch vertiefen. Ja? Also wir bringen wirklich nur Dinge, die zum Wandel, zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel beitragen können. Ja? Magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was es auf eurer Website konkret alles gibt? Die ist ja unglaublich umfassend. Wir werden sie natürlich auch einblenden, damit sich die Menschen ein eigenes Bild machen können. Aber mal so zum neugierig machen. Was findet sich da alles? Was sind eure Mosaiksteinchen? Der Wertewandel. Also wir stellen relativ ausführlich dar, was ein zukunftsfähiges Leben ausmacht. Auch das ändert sich manchmal noch ein bisschen, weil der eine oder andere Aspekt dazu kommt. Wir haben Interviews mit Leuten, was sie sich unter einem gesellschaftlichen Wandel vorstellen. Wir haben Videos, die
wichtige Botschaften verkünden, aber schon eher in grundlegender Natur. Also ich meine, es gibt ja tausend gute, interessante Videos, aber wir nehmen eigentlich nur solche, wo wir das Gefühl haben, die können ein paar Jahre überdauern in ihrer Botschaft. Ja? Nicht sind morgen schon wieder überflüssig. Wir haben grundlegende Werke, in denen man, die einem dazu helfen können, überhaupt ein eigenes Bild von einer zukunftsfähigen Gesellschaft in sich zu formen. Ja? Also jetzt zum Beispiel dieses Buch, es ist eigentlich ein sehr berühmter, zweibändiger Großessay, die Antiquiertheit des Menschen über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. Ja? Okay, also, worum geht es denn da? Ja. Also du hast schon ein bisschen angeschnitten, so wie wir es überhaupt schaffen können, ein positives Bild von der Zukunft in uns zu schaffen. Und das hat mich jetzt natürlich im positiven Sinn getriggert, weil das ist ja auch so eine Kernsache, mit der sich die Mutmacherei beschäftigt. Ne? Ja. Wie können wir das überhaupt schaffen? Welche Beispiele gibt es dafür? Wie können wir das stärken? Und mir ist dieses Buch nicht bekannt, also mach mich noch neugieriger, als ich eh schon bin. Naja, also, und es sind, dazu kommen auch so ein paar zur Unterhaltung, mit Unterhaltungswert, Kernvideos, schöne Musikvideos, die Mut machen, die Welt zu verändern und sich daran zu beteiligen. Wir haben eine eigene Seite mit ungefähr 350 Organisationen, die sich nur mit gesellschaftlichem Wandel beschäftigen. Das heißt, auch Menschen, die selbst schon aktiv sind, können da nachgucken, was gibt es denn in unserem Bereich eigentlich noch alles. Ja? Ich habe oft festgestellt, dass Leute so sehr mit ihrem ehrenamtlichen Tun bis unter die Schädeldecke zu sind mit Arbeit, dass sie oft einmal gar nicht wissen, dass vielleicht im Nachbarland oder sogar in der Nachbarstadt eine Gruppierung ist, die was ganz Ähnliches macht. Aber sie wissen nichts davon, ja? Ich kenne das so gut und ich möchte mich selbst auch da gar nicht ausnehmen, ja? Also es ist immer so irre viel zu tun und man ist damit so ziemlich auf Anschlag. Und ich merke das auch bei Initiativen, Organisationen, mit denen ich Kontakt habe, dass so einfach dieser innere Freiraum zu sagen, hey, wir schließen uns auch zusammen, sehr oft nicht vorhanden ist. Und ich brauche da auch oft jemanden, der mich ein bisschen schubst oder an die Hand nimmt, um wirklich in Kooperationen einzusteigen. Und oft ist eben nicht einmal die Zeit, voneinander zu wissen. Sag jetzt die nächste Sache, die mich interessieren würde, wenn du sprichst von wir haben das, wir machen das, wer seid ihr denn? Wer steht hinter Ökoligenta? Und vielleicht, wie lange gibt es euch schon? Also die Seite gibt es jetzt 4 Jahre und dahinter stehen im Wesentlichen der Gerhard Wagner, der Alander Balthasy und ich. Der Gerhard Wagner macht ganz viel in Social Media und postet da und macht quasi so Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so unser Mann aus dem Zen-Bereich. Der Alanda ist quasi der Poet, der aber mit digitalen Dingen bewanderter ist als ich. So, wenn ich mich dann einmal ein wenig dumm anstelle, dann sage ich, Alanda, schau doch einmal, bitteschön. Und dann kann er das oft einmal auch noch retten. Und dann haben wir im Hintergrund unseren EDV-Guru, kann ich sagen, das ist ein Freund von mir, ein Deutsch-Amerikaner, Ray Irwin. Und der Ray hat, also ohne den gäbe es die Webseite nicht. Und wenn man so über Jahre hinweg die Webseite betreibt, dann gibt es immer wieder Situationen, wo man sagt, was stimmt denn da jetzt plötzlich nicht? Ja? Und in solchen Fällen ist dann der Ray die Feuerwehr und hat uns bisher immer gerettet. Also das ist ein unschätzbarer Dienst, den er für die gute Sache macht. Ja, das läuft ja alles ohne einen Cent für irgendwas.
Das heißt, so wie die Mutmacherei ist ökoligenter auch kein Businessmodell, sondern im Wesentlichen vom Engagement der Menschen getragen, die die Idee gut finden. Kann man das so sagen? Ja, also es gibt auf Ökoligenta an keiner Stelle eine Werbung. Und wir meiden auch tunlichst Unternehmen vorzustellen, obwohl es da natürlich schon auch tolle Beispiele gäbe. Aber nachdem es ja um die gesellschaftliche Transformation geht, kann besonderen Sinn, einzelne Unternehmen vorzustellen. Aber es gibt eine kleine Ausnahme, und zwar gibt es unter der Oberrubrik Wandelnetz gibt es die Unterrubrik Wirtschaft für Mitwelt und Mensch. Und in dieser Rubrik stellen wir in aller Regel alternative Wirtschaftsmodelle vor. Ja? Und die einzelnen Gedanken, die man sich darum macht, wie das funktionieren kann, in diesem Bereich der alternativen Wirtschaft und der alternativen Wirtschaftsmodelle, wie Kreislaufwirtschaft oder Cradle to Cradle und solche Dinge, die da vorgestellt werden, gibt es auch die Unterrubrik Wandel, Handel und Dienstleistungen. Und in dieser Rubrik stellen wir nur Firmen vor, wo wir sagen, das sind begründete Einzelfälle, für die es eigentlich sonst keine Alternative gibt. Spannend, ja. In einem ökologischen Bereich. Also da gibt es zum Beispiel was ganz Verrücktes. Es gibt eine Firma, die macht Maschinenrecycling. Also sie sorgt dafür, dass keine neuen Fabriken gebaut werden müssen, sondern bauen komplette alte Fabriken ab und transportieren die zum Beispiel nach Korea. Toll, das ist ja wirklich toll. Also so gibt da solche Sachen, und dann gibt's noch andere Sachen, wo wir dann in der Regel über Begriffe haben, wie wir haben eine eigene Seite für Bio-Hotels, ja? Oder eine eigene Seite für die besten grünen Online-Shops. Also das ist dann sowas, wo die normale Wirtschaft ein bisschen zum Vorschein kommt. Aber das ist ja der einzige Punkt auf der ganzen Plattform. Ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie die Idee für Ökoligenta genauer entstanden ist. Es scheint irgendwas mit dem Buch zu tun gehabt zu haben, aber wie war dann so der Schritt zur Website und dass ihr euch auch als Gruppe zusammengetan habt? Denke, es hängt mit den Persönlichkeiten zusammen. Also Alanda hat jahrelang auf den Kanaren gelebt und hat dort versucht, ein alternatives System aufzubauen, was aber dann aus familiären Gründen gescheitert ist, leider Gottes. Da hat er begonnen, den Roman zu schreiben. Also ich würde sagen, er ist vom Typ her ein Visionär. Dann haben wir den Ray. Ich würde sagen, der Ray ist im tiefsten seines Herzens ein Altkommunist. Und macht aber im Prinzip EDV-Arbeiten. Ja. Dann haben wir den Gerhard. Und der Gerhard sieht die Welt sehr stark aus der Zen-Perspektive heraus und hat ursprünglich als Banker gearbeitet und hat dann aus Gründen, dass er das mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte, den Job an den Nagel gehängt. Ja. Und das zusammen hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir gesagt haben, was können wir beitragen? Und das erscheint uns eine gute Möglichkeit,
ja, katalytisch tätig zu sein. Ja? Statt irgendwo in einem kleinen Bereich. Gut, natürlich mache ich ja auch meinen kleinen Bereich. Ich habe meinen eigenen Biogarten und solche Sachen natürlich auch. Aber auf der gesellschaftlichen Perspektive, was kann man da tun? Das heißt, ihr kanntet euch vorher schon und habt euch dann auf Basis eurer Skills, eurer Neigungen und so weiter und der Überlegung, was können wir beitragen, da zusammengetan. Vielleicht sollte man das auch nochmal sagen, weil in alternativen Bereichen oder alternativen Ebenen beschäftigen sich die Leute in der Regel sehr wenig mit Wirtschaft. Von daher haben wir das wirklich als eigene Rubrik eingezogen, weil es damit praktisch Leuten, die auf die Seite kommen, die Möglichkeit bietet, mal so ein bisschen reinzuschmecken, weil die meisten Leute denken, es gibt keine Alternative zu diesem Kapitalismus. Ja? Ja. Aber natürlich gibt es jede Menge Alternativen, die Menschen sich seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten ausgedacht haben. Ja? Und da haben wir auch, das ist auch noch eine ganz wichtige Rubrik. Wir haben eine eigene Abteilung mit fundamentalen Texten, in denen in der Regel auf, sagen wir mal, 4 bis 10 Seiten eine Vision einer anderen Welt formuliert ist. Ist Moment. Auch sehr, sehr interessant, sich den einen oder anderen vorzunehmen, weil dabei wächst auch die eigene Vision. Ja. Ich finde, ein Bereich, der auch sehr oft so stiefkindlich behandelt wird, ist der ganze rechtliche Bereich. Ja? Also da merke ich, das löst immer so Gähnen aus und so, oh Gott. Ja? Und ich finde, das ist aber auch so ein Bereich, wo oft der Eindruck entsteht, naja gut, das ist in Stein gemeißelt und da können wir nichts machen. Und im Grunde genommen sind das ja einfach Normen, die die Menschen sich ausgesucht und gesetzt haben und ja. Wo es schon auch einen Wert hat, die nicht jeden Tag zu ändern und über den Haufen zu schmeißen. Aber da gäbe es so viel an unglaublichen, unglaublich spannenden auch Steuerungsmöglichkeiten. Ja. Ja, da fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Land es war, aber ich habe es ja noch nicht erwähnt, es gibt also von Ökoligenta ja auch einmal im Monat den Wandel-Newsletter. Und da sind momentan so ungefähr 1450 Abonnenten drauf. Viele von denen sind auch Multiplikatorinnen. Und da fassen wir einmal im Monat alles zusammen, was sich im Bereich der sozial-ökologischen Transformation getan hat. Und ich habe bisher noch niemanden erlebt, der das alles gekannt hat. Das ist wirklich erstaunlich. Und weil ich bin jetzt durch den rechtlichen Bereich draufgekommen. Wo war denn das? Es ist vor kurzem, ich habe es jetzt nicht mehr im Blick, obwohl es auf dem letzten Newsletter drauf war. Es gibt einen Staat, Spanien oder Portugal, eins von beiden. Spanien. Bitte? Spanien. Die einen ganzen Landstrich praktisch eine Rechtssouveränität erteilt haben. Das heißt, diese Bucht, was es, glaube ich, war, eine Bucht, die hat jetzt praktisch Klagerecht, wie eine Person oder wie eine GmbH. Mhm. Ja? Da sind zum Beispiel rechtliche Möglichkeiten, vor denen natürlich die meisten Staaten zurückscheuen, weil die meisten Staaten ja eine Umweltsünde nach der anderen begehen. Und wenn die jetzt plötzlich alle einklagbar wären, dann... Ja. Na, ich finde auch gerade dieses Beispiel sehr ermutigend und dass ähnliche Schritte jetzt eigentlich immer öfter stattfinden. Ich habe jetzt auch die einzelnen Dinge schon wieder vergessen, aber in Neuseeland hat sowas auch gegeben. Ja. Der ganze Fluss ist da unter Persönlichkeit ernannt worden. Ja. Genau, in Lateinamerika auch, soweit mir bekannt ist. Also es greift um sich. Ja. Mir ist schon wieder eingefallen,
Was ich vorher dich fragen wollte, du hast da so für euer Projekt den Begriff Katalysator verwendet. Ja? Und da wollte ich noch so ein bisschen nachhaken, wie genau stellt ihr euch denn das vor oder wie funktioniert dieser Katalysator, wie wirkt er? Ja, also ein Katalysator ist ja ein Wirkungsverstärker. Vielleicht erst einmal zur Begrifflichkeit. Ja? Als wir damit begonnen haben, das Projekt aufzusetzen vor 5 Jahren, hatte ich das Gefühl, da gibt es den BUND und da gibt es Greenpeace und da gibt es Robin Wood und so weiter. Aber die hatten alle nichts miteinander zu tun. Jeder hat so vor sich hingearbeitet und war ganz von dem besessen, was er gemacht hat. Aber es gibt keine Zusammenschau. Und ich denke, erst diese Zusammenschau der vielen guten Einzelaspekte macht Mut. Denn wenn du nur eins siehst, und vielleicht wenn du sogar nur bei Greenpeace dabei bist, dann hast du trotzdem deine Aktion und dann wirst du zurückgeworfen und dann hast du einen Streit in deiner Gruppe und ja, und dann trittst du womöglich aus, weil du anderer Meinung bist und dann bist du mutlos und sagst, naja, man kann ja eh nichts machen. Und du siehst nicht diese Tausenden von anderen Mosaiksteinchen, die alle zusammen, jedes ein kleines Bacherl wird irgendwann zu einem Strom. Ja? Aber wenn die alle nebeneinander herfließen, dann wird es gar nichts. Ich glaube, das ist auch was, was uns verbindet oder wo unsere Plattformen ähnlich sind, nämlich diese Freude daran zu zeigen, wie unglaublich viel es schon gibt, was ja den meisten Menschen eben in dieser Bandbreite quasi gar nicht bewusst ist, und auch die Hoffnung, dass das per se auch Wirkung zeigt. Ja. Jetzt würde ich gern mit dir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja, so von mutmachender Wandelplattform zu mutmachender Wandelplattform, sagen wir mal so. Kannst du Aussagen treffen über diese Katalysatorfunktion, was sie konkret bewirkt, ob sie funktioniert, wie gut sie funktioniert? Das ist zum Beispiel, was ich sagte, auch den Hintergrund meiner Frage, ja, wo ich sehr oft das Gefühl habe, dass ich so mehr oder weniger Einwegkommunikation betreibe, so in die Welt hinausschreien, hey, schaut's doch mal, es gibt so viel Tolles, und nicht so genau feststellen können, was macht das wirklich mit den Menschen, kommt das an, wie kommt es an, wie wird es angenommen und so. Und da würde mich natürlich auch quasi der kollegiale Austausch interessieren, zu schauen, wie läuft das bei euch, wie ist dein Eindruck da? Ja, sagen wir einmal, das Feedback könnte erheblich besser sein. Andererseits habe ich mich mal eine Weile quasi mit so theoretischen Hintergründen von Facebook beschäftigt, wo ja die Leute zum Kommunizieren buchstäblich getriggert werden. Und also allein schon, indem man liken kann, ja, das ist ja auch schon eine Form von Feedback. Also, was ich jetzt sagen wollte, ist, es gilt so als eine Faustregel, dass von 100 Facebook-Teilnehmern nur ungefähr 6 überhaupt aktiv werden. Und wenn du diese 6 wieder als 100% nimmst, dann schreiben von diesen 100, 6 gleich 100% nur wieder ungefähr 9% eigene Beiträge. Also gegen gleich null. Und die ganze Lebendigkeit auf Facebook kommt nur durch die Masse, durch die Milliarden von Menschen, die da drin sind. Ja. Aber das heißt, die Menschen sind sehr träge. Oder wie soll man sagen, so sehr
mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, dass es ihnen ganz schwerfällt, aus sich heraus neu aktiv zu werden, neue Gedanken zu formulieren. Allein schon das Schreiben fällt ganz vielen Menschen sehr, sehr schwer. Mhm. Also das ist einmal so was ganz Grundsätzliches. Wir haben, wenn wir den Newsletter rausschicken, haben wir ungefähr, also von den 1400 Adressaten sind es ungefähr zwischen 500 und 700, die E-Mail öffnen. Und das ist schon mal, sagen mir andere, die Newsletter verschicken, eine sehr große, sehr gute Quote. Ja, das ist also bei uns ganz, ganz ähnlich. Ja. Also so um die 40% oder so öffnen ihn wirklich. Das ist an und für sich, soweit mir bekannt ist, auch sensationell. Du sag jetzt einmal, abgesehen von diesen Kennzahlen und Metrics und so weiter, ja, wo ich mir denke, die sind auf der einen Seite, werden, glaube ich, als wichtig betrachtet. Ja. Auf der anderen Seite haben mir auch schon viele Leute gesagt, vergiss es. Das, was ihr macht, kann man nicht so einfach, da kann man den Impact, die Wirkung nicht so einfach messen. Jetzt hast du auch Facebook erwähnt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, mehr und mehr auf die Nerven geht. Ja. aber meine Frage geht eher in die Richtung, ist das, was wir via Facebook wahrnehmen, ein wirkliches Abbild von der Welt oder werden wir da auch quasi völlig verblendet im Sinn von, ich denke mir, nicht jeder Mensch sitzt vor Facebook, nicht jeder Mensch verbringt Stunden damit, sich Dinge anzuschauen, die mich im Endeffekt unzufrieden machen, ja, und wo das höchste der Gefühle ist, ein Like zu setzen. Also wie weit hat das irgendwas mit dem realen Leben zu tun und wie weit gehen wir da vielleicht selbst in die Falle, uns an dem zu messen oder unser Tun dann an dem zu messen? Ja, sagen wir mal, in der Zeit, seitdem wir das machen, habe ich am Anfang auch immer gedacht, da müsste doch viel, viel mehr kommen. Und dann ging es so weiter und inzwischen stelle ich fest, dass es immer wieder mal Reaktionen gibt, wo ich mir denke, aha, habe ich ja noch nie von der Frau oder von dem Mann gehört, schickt er plötzlich irgendeine E-Mail und sagt, schön, dass ihr das gebracht habt, da warte ich schon seit 2 Jahren drauf, ja, so ungefähr. Ja. Und dann denke ich mir, ja, ja. Rühr dich halt einmal, ja? ja, es kommt dann immer ganz unerwartet, gell, wenn man am wenigsten damit rechnet oder aus Ecken oder von Leuten, wo man am wenigsten damit rechnet und so. Ne? Und dann zeigt sich eben, dass doch eine Resonanz da ist, aber diese Resonanz kommt nicht zurück. Die kommt nicht weit genug zurück, ja? Ja. Also ich habe auch den Eindruck, dass es sehr viel zu tun hat damit, dass die Menschen so mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, ja, das nicht in Richtung Egoismus oder so, sondern wir leben schon in schwierigen Zeiten. Ja. Und ich denke mir, da gibt es so enorm viele Herausforderungen, die sich wahrscheinlich für jede Person ein bisschen anders darstellen. Aber ich glaube, es gibt zurzeit wahrscheinlich kaum jemanden, der oder die nicht gefordert ist. Ne. Und ich habe immer den Eindruck, dass es wichtig ist, dass es Initiativen wie Ökoligenta oder die Mutmacherei gibt, einfach so als Leuchttürme quasi, ja, und zu zeigen, hey, wir bleiben dran und wir machen das und wir halten quasi den Wimpel hoch, wie das gehen soll. Ja, aber es ist so bei der Empfängerschaft nicht genug Bandbreite da, um aktiv damit umzugehen oder zu reagieren oder so. Ja. Was wieder die Frage stellt nach der eigenen Motivation, den eigenen Kraftquellen, fangen wir vielleicht einmal bei der Frage an, was macht dir denn Mut und vielleicht auch Motivation und Treibstoff für dein Tun? Ah ja.
Also ich würde mal, also es gibt natürlich viele Aspekte, was man dazu sagen könnte. Könnte wahrscheinlich einen Vortrag darüber halten, wenn man das möchte. Schon, gell? Ja, es gibt so viele Aspekte. Da gehört, fangen wir mal mit was ganz Banalem an, scheinbar Banalem. Als meine Frau, als wir vor ungefähr 44 Jahren uns überlegt haben, ob wir Kinder haben wollen, da haben damals schon ganz viele Leute gesagt, in diese Zeit kann man doch keine Kinder setzen. Ne? Und wir waren da genau der gegenteiligen Meinung. Ne? Wir haben gesagt, diese Zeit braucht menschliche Pfeile in die Zukunft, die das Gute vorantragen. Ja? Und das wird mich überdauern. Das ist ein Teil von mir, von meinem Bewusstsein, von meinem Leben, das in meinen Kindern weiterlebt, in die Zukunft hinein. Finde ich total mutmachend für mich. Ja? Schön, schönes Bild, ja. Und es sind nur zwei Enkel dazu gekommen, die ich jetzt übermorgen wieder sehen werde. Ganz, ganz kleine neue Mutmacher, oder Ja, wie? ja, ja. Aber beginnt jetzt schon der Mut, weil diese beiden, der Ältere ist 5 und die Kleine, war jetzt 1,5, die laufen halt in einem relativ wilden Grundstück von 2000 Quadratmetern rum und sind frei und entwickeln sich wunderbar und sitzen nicht den ganzen Tag vor irgendeinem Bildschirm und machen Klick, 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 sondern der Große kennt jede Pflanze im Garten und wenn ich es nicht weiß, dann sagt er mir, wie sie heißt. Ja. Also, das ist fantastisch. Das ist die nächste Mutgeneration am Reifen, am Heranreifen. Ne. Also, Ja. aber es gibt noch was anderes, was für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, um selbst aktiv zu werden. Auch in dem Sinne von, wie wichtig die Zusammenarbeit ist, die zwischen Organisationen und zwischen allen, die sich irgendwie an der Transformation beteiligen wollen. Ich bin im Jahrgang 1953. Meine Eltern waren also im Krieg. Und ich bin sehr intensiv in Kontakt gebracht worden mit dem Thema Holocaust. Und mit dem Thema Nationalsozialismus. Jetzt wirst du sagen, was hat denn das mit der heutigen Welt zu tun? Naja, komme ich gleich drauf. Also einmal, oder fangen wir, naja gut, die nationalsozialistische Bewegung hatte eine gesellschaftliche Gegenkraft. Das waren die Sozialisten und die Kommunisten. Die haben sich aber in den 1920er Jahren total zerstritten. Jeder hat die Wahrheit für sich gepachtet und die haben sich teilweise nicht nur zerstritten, sondern regelrecht bekämpft. Und in diesem gegenseitigen sich Zerreiben konnten die Nationalsozialisten groß werden. Das ist ein ganz, ganz spannender Zusammenhang. Und hätten die zusammengearbeitet, ja, hätten sie sich an den Händen genommen und gesagt, lasst uns auf das Gemeinsame zurückgehen. Nämlich, wir wollen eigentlich den Menschen in seiner Würde unterstützen, was ja der Grundgedanke von all dem ist. Dann hätten die Nazis keine Chance gehabt. Und heute hat das System, das gegen die Natur arbeitet, und die Natur an den Rand des Untergangs treibt von Jahr zu Jahr mehr, nur deswegen eine Chance, weil die Menschen zu wenig zusammenhalten, zu wenig gemeinsam dagegen tun. Also es gibt ja so auf der einen Seite dieser Blickwinkel, wo man sagt, es wird eigentlich so vieles auf der Welt besser. Ja, in den letzten 2 Jahren schaut es wieder ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich wird die Armut besser und weniger Hungernde und so weiter und so fort. Und gleichzeitig finde ich aber, dass es, also für mich macht es einen Unterschied, ja, ob ich hernehme die Situation von vor, was weiß ich, 200 Jahren oder so, ja, und die jetzt, weil ich denke mir, jetzt könnten wir all diese Probleme lösen. Ja. So ist es. Und jetzt
gibt es zum Teil den politischen Willen, die Bereitschaft nicht, die Gier ist zu groß, die Zusammenarbeit ist zu gering, das nationalstaatliche Denken ist zu groß und so weiter, nicht? Und das finde ich das eigentlich Beschämende. Jetzt wäre es wirklich möglich, das zu machen. Ja? Was in der Ja. Vergangenheit vielleicht, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber sicherlich lang nicht in dem Ausmaß der Fall war wie jetzt. Ne? Wir Ja, haben so wir. viel an Wissen, so viel an Möglichkeiten, auch die Vernetzungsmöglichkeiten, die wir heutzutage haben, die Zusammenarbeitsmöglichkeiten, wie sie nie vorher da waren. Ja, und das Allein finde die ich Tatsache, eigentlich. dass wir miteinander sprechen können. Ja, einfach Ja. so. Ja. Zeit und Raum, du bist aufgehoben. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wo sitzt du denn? Wo bist du denn jetzt gerade oder wo bist du daheim? In Würzburg, und Würzburg liegt in Bayern, und zwar in Nordbayern, in Franken. Das heißt, es ist eine Weinregion, eine relativ berühmte Weinregion. Also zum Beispiel die jetzt verstorbene Queen hat Frankenwein zu ihrer Krönung antransportieren lassen. Na bitte. Also. Jetzt bin ich sprachlos, dem kann ich nichts hinzufügen. Ja, und auch der gute Goethe hat, gibt es einen Brief von ihm an seinen Weingroßhändler in Franken, wo er sagt, ich habe keine Inspirationen mehr, mir fehlt der Frankenwein. Also ich kann da jetzt nicht so unmittelbar mich damit brüsten, aber Wien beziehungsweise das Umland von Wien ist ja durchaus auch eine Weinregion. Ja, Ja. und es ist immer wieder, also finde ich besonders schön, dann so gerade jetzt um die Jahreszeit im Herbst und so rauszugehen und dann die Sonne so in den Weinreben zu sehen. Ja. Und mein Vater, der hat immer, wenn er das gesehen hat, gesagt, eingefangene Sonne. Ja, wenn du Wein gesehen hast, Ja. eingefangene Sonne. Das habe ich auch so ein schönes Bild gefunden. Ja. Da träume ich Ja. schon lange davon, einmal eine heurigen Woche in Wien. Na bitte, na schau, jetzt mit den neuen Connections ist das ja vielleicht eine Ja. Möglichkeit. Ne? Ja, Zeit und Raum überwinden, davon sind wir ausgegangen und dann sind wir weinselig geworden gleich. Und die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, das, was du vorher angesprochen hast, ja, was dich da auch quasi dabei schmerzt oder so, bringt mich auch zu der Frage, wofür brauchst du denn Mut? Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Mut brauche. Weil ich den größten Teil meiner Lebenszeit mich abseits von konventionellen biografischen Bahnen bewegt habe, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt. Das heißt, die Leute, die mit mir zu tun haben, wissen in aller Regel, der ist nicht ganz normal. Bobby, wie können wir uns das genauer vorstellen? Du wirkst jetzt Naja, nicht also normal im mein Haus, Positiven. mein Pferd, mein Boot, das ist mir alles wurscht, ja. Also da wäre ich nie, will nie auf den Gedanken kommen, darauf stolz zu sein, ja. Das als Errungenschaft zu betrachten. Das heißt, es braucht natürlich einen gewissen Mut, hat es einmal gebraucht, diesen Schritt aus den mir von meiner Beamtenelternschaft vorgezeichneten Weg abzuweichen. Ja? Im Idealfall wäre ich ein bei der CSU tätiger Schuldirektor geworden, der vielleicht auch noch ein gewisses Vergnügen daran gehabt hätte, seine Macht den Lehrern und Schülern gegenüber auszuspielen. Und ja, der vielleicht mal sogar Ministerialbeauftragter geworden wäre. Also ja, das war der mir vorgezeichnete Weg. Und da braucht es schon natürlich erst einmal gewissen Mut,
zu sagen, na, da mache ich nicht mit. Ja. Und an welchem Punkt bist du da ausgestiegen, an welchem Teil deines Lebenswegs, deiner Biografie? Ich habe Germanistik und Anglistik studiert und habe dann das Lehramt für Realschulen eingeschlagen. Also mittlere Reife heißt es dann bei uns auch. Und dann war ich Beamter zur Anstellung, habe schon meine feste Position gehabt, feste Schule und so weiter. Und dann habe ich mir das alles noch einmal durchgedacht und überlegt. Und im September wäre ich fest verbeamtet worden und im Juli habe ich beim Bayerischen Staat gekündigt. Was war damals so die Motivation? War die damals genauso, wie du sie jetzt heute beschreiben würdest? Oder was war es damals? Da gab es ein paar Punkte. Also der eine Punkt war, dass ich das Gefühl hatte, ich arbeite als Menschenverderber. Also ganz konkret, als Lehrer bist du gezwungen, Schüler zu benoten. Und da gibt es die beiden Extreme, da gibt es die ganz Schlechten und da gibt es die ganz Guten. Das Mittelfeld ist unerheblich. Aber die ganz Schlechten und die ganz Guten. Die ganz Schlechten übernehmen in gewisser Weise das gesellschaftliche Vorurteil, dass sie weniger wert sind als die Guten. Und wenn du so einem Sechserkandidaten auf die Schulter klopfst und sagst, nimm es nicht so schwer, ja, dann sagt er. Ja. Und also er hält sich wirklich unter dem Strich für einen schlechteren, weniger wertvollen Menschen. Also das fand ich, da kannst du da nichts dagegen machen. In dem Augenblick, wo du in diesem Notensystem drin bist und die Noten vergibst, löst du das automatisch aus. Und bei den sehr Guten, die einen Einser haben in Englisch oder in Deutsch, ja, die denken, sie sind die wertvolleren Menschen, was genauso idiotisch ist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Also das heißt, ich war wirklich in einer Charakterexekution, wo Leuten falsche Werte eingebläut wurden. Das hat mir einfach nicht gepasst. Ja? Und zum Zweiten habe ich festgestellt, die Chance, dass ich selber meinen eigenen unabhängigen Weg in der charakterlichen Entwicklung weiterverfolgen kann, ist sehr gefährdet. Denn ich hatte Massen von Kollegen, die entweder Zyniker waren, die gesagt haben, ich wäre ja gerne ein guter Lehrer, wenn die Schüler nicht alle so blöd wären. Ja? Oder ich hatte Menschen, die, würde ich schon sagen, fast bipolar waren. Das heißt, die aber hatten außerhalb der Schule einen anderen Charakter als in der Schule. In der Schule waren sie Lehrer und haben die Schulordnung und den Lehrplan exekutiert. Und außerhalb der Schule waren sie Pfundskerle. Da hättest du nie gedacht, dass das ein Lehrer ist. Ja? Und ich würde mal sagen, die Ausnahmen, die gute Lehrer blieben und menschlich blieben, waren vielleicht hochgeschätzt 20%. Nach meiner Erfahrung. Vielleicht ist es anders. Ich kann ja nur von mir sprechen. Ja? Das heißt, meine Chancen, dass ich selber zu den 20% gehören werde, waren verschwindend gering. Ja. Weil alle haben irgendwann einmal angefangen und wollten gute Lehrer sein. Ja, haben mit Idealismus und alle. Vorstellungen begonnen. Ja. 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 Und weißt, das Interessante war, ich hatte damals einen Direktor, mit dem ich mich am Anfang mal angelegt habe.
Und bis wir uns dann aufeinander abgestimmt haben, dass wir gesagt haben, der eine respektiert den anderen, hat er meine Kündigung auf dem Tisch gehabt und dann hat er gesagt, also Herr Lange, ich würde Sie gerne in der Pause, nach der Pause in Ihrer Freistunde mal sprechen dazu, können Sie da mal vorbeikommen im Direktorat. Und dann hat er die schweren, gepolsterten, tonschallisolierenden Direktoratstüren geschlossen. Und da hat er sich mit mir an den Tisch gesetzt und hat mir ein Bier angeboten und er hat sich selber auch eins eingeschenkt. Und dann hat er gesagt, jetzt erzählen Sie mal. Dann habe ich ihm das so alles erzählt, meine Beweggründe. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was? Ich fahre seit Jahren jedes Jahr in den großen Ferien nach Irland zum Angeln. Und wenn ich dann da sitze in meiner Einsamkeit, dann denke ich mir immer, was für einen Scheißjob machst du überhaupt? Sagt er mir als Direktor und sagt, aber wissen Sie, ich habe mir oft überlegt, steig doch einfach aus, aber nicht gewusst, wie ich es machen soll. Und jetzt sind es noch 5 Jahre zur Pensionierung, jetzt mache ich es natürlich auch nicht mehr. Ja. Das heißt, da hast du ihm schon auch gezeigt, was möglich ist, wie es gehen könnte, gehen hätte können. Es war dann natürlich schon ein wenig chaotisch danach. Ne? Naja. Ich habe plötzlich keinen Job mehr gehabt. Ja. Und meine Frau war mit dem zweiten Kind schwanger. Oh Und hat es aber unterstützt. ja. Ja? Respekt. Ja, Respekt auch vor dir. Und vor deinem Weg und vor dem Mut, den du zumindest damals sicherlich aufbringen musstest, auch wenn es vielleicht, also ich finde es spannend, die Frage nach dem Mut, ja, weil ich das so oft höre, dass eben Leute, die aus Wahrnehmung der anderen etwas sehr Mutiges tun oder getan haben, dann oft diese Antwort geben und sagen, ich brauche eigentlich keinen Mut, ja, oder ich habe keinen gebraucht, weil es so oft aus einer inneren Notwendigkeit heraus geschieht und man eigentlich gar nicht anders kann. Ja. Ja. Und weil dieses Bedürfnis auch, ich will in den Spiegel schauen können, ja, ich will meine Integrität bewahren und so, dann so groß ist, ne, dass das, müsste ich sagen, größer ist als die Angst, die damit verbunden ist, sagen wir mal so. Ja. Ja, drum, Mein ja. Vater hat da mir damals nahegelegt, ich soll mich doch einmal in der Psychiatrie in Regensburg vorstellen. Ach Gottchen. Ja. Schauen wir doch lieber auf das, wie ist denn so deine Einschätzung, was hat es mit dir gemacht an deiner persönlichen Entwicklung und ich denke mir, die persönliche Entwicklung strahlt ja auch immer aufs Umfeld aus. Ne? Also hast du andere Menschen danach dann angezogen in deinem Umfeld? Was hat das bedeutet? Ja. Also da kommt, glaube ich, noch wichtig dazu, dass ich so ungefähr ab meinem 13. Lebensjahr begonnen habe, mich mit Yoga und Meditation auseinanderzusetzen. Das heißt, meine Verbindung zu dem notwendigen Ego ist relativ locker. Schön formuliert. Und das hat sich noch sehr vertieft im Laufe der Jahre. Also sowohl der Kontakt mit der Natur, wie gesagt, Biogarten, Gartenbau ist mir ein, mache ich sehr, sehr gerne und mache ich seit Jahrzehnten. Und ich war während meiner Studienzeit zum Beispiel ein Jahr lang in Schottland und hatte die Gelegenheit, da 4 Tage die Woche frei zu haben und bin dann in die Natur rausgewandert und hatte da meine großartigen, geheimnisvollen Erlebnisse auch ganz alleine. Wenn du da bei Nacht und Nebel im Freien in der Heide übernachtest, dann erlebst du schon so manche Dinge, die du
Ja, die dich erstaunen oder beunruhigen oder vielleicht sogar auch manchmal Angst einjagen, aber trotzdem sehr schnell merkst, das gibt's doch was Größeres als mich selbst. Und ich habe mich relativ lange dann auch mit indianischer Philosophie beschäftigt. Und ja, in den letzten Jahrzehnten, deswegen glaube ich, sind wir mit dem Gerhard so gut eine Seele. Ich bin zwar kein Zen-Mensch, aber ich bin jemand, der schon daran glaubt, an diese buddhistischen zwei Wahrheiten, dass alles, wogegen man sich wehrt, einen bindet, und alles, warum man unbedingt festhalten will, einen bindet, ja. Und Grundlage für Leid ist, ja. Womit man letztlich wieder bei der Konsumgesellschaft ist, die ja versucht, permanent Wünsche zu erzeugen und dann permanent natürlich auch Enttäuschungen produziert, weil ich kann den tollsten SUV haben, aber wenn ich den 3 Monate gefahren habe, dann wird er genauso langweilig wie mein Fiat 500 davor, ja. Du hast mir schon meine Frage quasi vorweggenommen, weil ich eben sagen wollte, wie spiegelt das eigentlich rein in, sei es das, was wir jeweils tun, oder auch die Situation, in der wir uns alle derzeit befinden. Also ich denke mir, die Konsumgesellschaft ist so eine der Antworten. Fallen dir andere auch noch vielleicht ein? Antworten auf Auf diese zwei buddhistischen Grundsätze, die du gerade genannt hast. ja, also für mich gehört da auch der Bereich der Partnerschaft dazu. Also ich denke, dass der Versuch, den anderen zu besitzen, die Grundlage dafür schafft, dass Menschen sich trennen. Und wieder die Grundlage schafft für, in dem Fall, doppeltes Unglück. Ja, auch geteiltes Unglück kann doppeltes Ja. Unglück sein. Ja. Ja. Oder auch die Kinder. Wer Kinder besitzen will, ist meines Erachtens ein Kinderschänder. Ja. Aber es ist ganz normal, dass man sagt, mein Kind, ja, und das meinen die Leute auch so, ja. Ich hatte eine Weile einen recht guten Freund, der, also gibt es jetzt leider, ist es zu Ende gegangen, aber der war mit einer neuen Frau zusammen, die schon zwei Kinder hatte. Und dann hat er gesagt, zu unserer Ehe gehört, ich will mein Kind von dir. Naja, ich merke schon, wie das bei dir als Frau ankommt, ne? Sie hat sich irgendwann breitschlagen lassen, wurde dann schwanger, bekam sein Kind, und 3 Jahre später haben sie sich getrennt. Was mir zu dem Thema zusätzlich noch einfällt, ist, irgendwann einmal habe ich so den Gedanken gehabt, dass auch unser Rechtssystem, sowohl was Kinder als auch Partnerschaften anbelangt, sehr nah dran ist, so quasi am Eigentumsbegriff. Ja? Das heißt, dass sowohl mit Kindern wie auch mit Partnern so verfahren wird rechtlich, als wäre das Eigentum. Ne? Also zum Beispiel, wer Kinder erziehen darf oder für sie verantwortlich ist oder so. Das heißt, wenn jemand versucht, ein anderes Modell zu leben, ja, also so die moderne Nachfolge der Großfamilie oder so, ja, eine größere Familie, die nicht vorwiegend aus Blutsverwandten besteht, sondern vielleicht aus Seelenverwandten oder so, da stößt man ja irrsinnig schnell an rechtliche Grenzen. Ne? Und das habe ich irgendwie sehr interessant gefunden, ja, also dass da einfach so Grundprinzipien übernommen werden und auch ein bisschen diese Possessivität wahrscheinlich auch vorgegeben wird, weil sie wird ja rechtlich unterfüttert und unterstützt. Ne? Ja,
Ich denke, die ganze gibt es in Österreich gibt es eine interessante Organisation, die sich ja gegen das konventionelle Rechtsverständnis wendet. Fällt jetzt der Name nicht ein, aber ich sitze nahe in Wien, wo es darum geht, den potenziellen Täter auf eine andere Art und Weise zu verstehen und zu integrieren, als ihn auszuschließen, wegzuschließen und zu isolieren. Mhm. Es gibt auf Hawaii Ho Monopopo oder Honopopo, so ähnlich heißt das Prinzip, so einen ganz lustigen Namen, wo ein Grundprinzip war, wenn jemand eine Untat verübt hat in der althawaiianischen Gesellschaft, dann wurde der nicht geschlagen, getötet oder sonst irgendwas, sondern er musste sich in die Mitte des Kreises seines Stammes, seiner Familie, seiner Großfamilie begeben. Dann wurde erzählt, was er gemacht hat, damit es auch alle wussten. Ja. Und dann war jeder aufgefordert, ihm zu erzählen, was er bislang an ihm so sehr geschätzt hat und weshalb er denkt, dass er wichtig ist für die Gemeinschaft. Mhm. Mhm. Das heißt, die Person mit ihrem eigenen Potenzial, vielleicht auch mit ausgeblendeten positiven Anteilen wieder in Kontakt zu bringen. Ja. Ja, mir fällt da auch ein, da gibt es, ich glaube, Restorative Justice heißt das. Ja, genau. Ne, so diese Bewegung auch, also vielleicht die modernere Form davon, nicht, auch zu sagen, dass ich glaube, da werden die Delinquenten quasi auch mit den Betroffenen, das heißt, die, wenn sie etwas, also Schaden zugefügt haben, Schmerz zugefügt haben, wie auch immer, in Kontakt gebracht, um auch deren Leben zu verstehen, ja, und zu sehen, ja, ja, was ihr Handeln eigentlich bewirkt hat und sie auch in die Lage zu versetzen, wo ich mir denke, das finde ich schon auch einen spannenden Ansatz. Was können die Personen dann tun, um es wieder gut zu machen? Und viele Dinge sind wahrscheinlich nicht wieder gut zu machen, aber um ihnen zumindest irgendwie einen Schritt in diese Richtung zu ermöglichen. Ja. Ich denke mal, gerade bei denen, die etwas Schlimmes getan haben und dessen auch gewahr werden, das muss ja dann besonders schlimm sein, weil ich kann es nicht mehr ungeschehen machen. Ne? Und dann aber eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann zumindest Schritte in diese Richtung machen, ja, die, denke ich mir, könnte vielleicht auch hilfreich sein. Ne? Ja. Ja, Bobby, wir sprechen da schon über wirklich quasi Gott und die Welt. Ich könnte mich wahrscheinlich jetzt noch stundenlang mit dir unterhalten, aber wollen wir vielleicht noch einmal zurückkommen? Habe ich irgendwas dich noch nicht erzählen lassen, was für Ökoligenta das Verständnis davon wichtig ist, was du noch gerne mitteilen würdest? Was tatsächlich eine tolle Sache wäre, wenn irgendwelche Leute Lust hätten, sich an so einem Projekt zu beteiligen, ja, dass die sich dann melden. Ja, ich weiß, ist nahezu unwahrscheinlich, nahezu. Aber auch man soll ja auch das Unmögliche immer wieder mal an die Wand malen. Ja. Das ist bei der Mutmacherei wahrscheinlich ähnlich. Ne? Ja. Aber ich kann nur sagen, also ich finde Ökoligenta einfach so toll, ja, dass ich wirklich nur alle ermutigen kann und ermuntern kann, hineinzuschauen auf eure Seite und sich zumindest einmal inspirieren zu lassen, dieses positive Bild von der Zukunft und wie das konkreter ausschauen könnte, wie viel es davon dafür schon gibt, auf sich wirken zu lassen und als nächsten Schritt dann hoffentlich auch zu sagen, hey, da will ich in irgendeiner Form mitmachen und dabei sein. Es gibt eine ganz einfache Form, das war bisher auch, sagen wir mal, die am beliebtesten war, wenn Leute bereit waren, irgendwie mitzumachen.
nämlich einen Blogbeitrag zu schreiben zum Thema gesellschaftlicher Wandel, egal welcher Aspekt davon, ja. Denn je vielfältiger die Stimmen da erklingen, desto besser ist es wieder. Ja. Ja, allein die Vielfalt sowohl von der Buntheit als auch von der Menge her zu sehen. Also das ist zum Ja. Beispiel was, was mir immer Mut macht. Ne? Ja. Du Bobby, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns noch öfter, sei es jetzt digital oder auch sonst, über den Weg laufen werden. Und ich bin super, super froh, dass wir diese, also muss einmal dir Danke sagen, dass du diesen Schritt überhaupt gesetzt hast zur Vernetzung und denke mal, voneinander zu wissen, ja, und einander auch mitzukommunizieren und so weiter, finde ich auch einen wichtigen Schritt so in Richtung Schaffen dieser Zukunft, dass auch die Katalysatoren voneinander wissen und die eben auch den Fokus auf die Lösungsansätze, das Positive, das Gelingende legen, dass die voneinander wissen. Das ist mir auch immer ein Anliegen. Und darum habe ich mir gedacht, lade ich dich zum Mood Talk ein. Danke, Ja, dass du dabei warst. Das war super fein mit dir. das ist sehr schön. Also, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Im letzten Newsletter hatten wir schon die Mutmacherei auch als Kooperationspartner. Gleich in den ersten zwei Zeilen, damit es auch jeder sieht. Vielen Dank dafür. Ja, das hat mich unglaublich gefreut. Hast du unseren letzten Newsletter schon angeschaut? Da war nämlich Ökoligenta auch schon ganz prominent drinnen. Du, dann wünsche ich dir alles Liebe und weiterhin viel, viel schöne Erfolge. So ein falsch abgedroschenes Wort, ja. Aber möge Ökoligenta weiter katalysieren und Ja, katalytisch wirken. katalytisch wirken, das ist das Wort, genau. Und die Welt vernetzen und informieren. Ja, ich werde auch die Mutmacherei natürlich im Blick behalten und vor allen Dingen vielleicht auch im Hinterkopf behalten, weil manchmal bekommt man ja auch Informationen, die man selber nicht verwerten kann, aus irgendeinem Grunde, aber sagt, da würden sie doch hinpassen, ja? Genau. Super. Du ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für das wunderbare Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Schön, dass du da warst. Dann mal Servus. Ciao, Baba. Mut Talks. Powered by die Mutmacherei.